Hallo, willkommen zurück zu Hearthstone mit dem Maru. Diesmal den Kapuzenwurm, hallo. Diesmal? Ja, die letzten Folgen hast du ja leider dich verdrückt. Nein, ich habe nicht verdrückt. Aber das war. Ich hatte ja ganz gut viel zu tun gehabt und habe halt. War halt für andere in jeder Aufnahme da. Und dann war ich endlich fertig. Dachte, jetzt kann ich mein Stuff machen. Und dann hast du gefragt, ja, kommst du gleich? Und dann hatte ich halt. Weil ich bin dazu noch in nichts Okay. reingekommen sonst mehr. Ja, nee, ist ja klar. Nee, das ist ja War ja auch mein Schatz. nur Mein eine Schatz für dich Ausnahme. eingesprungen, Ach also war auch oh. kein Problem. War auch nur eine Ausnahme. So, Ja. aber Okay. Ihr seht ja jetzt schon geht's die wieder los. komischen Zeichen der Seite. Ich probiere es mal auszuprobieren, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir spielen heute Schamane. Wir gehen Genau. mit dem Messer-Jongleur, weil er natürlich mit unseren Totems ganz gut ist. Die sind alle drei für den Arsch. Aber Aber gerade immer noch im besten. weil der Maru hat sein Herz so ein bisschen gepimpt. Pimp Aber my es passiert Hearthstone. nichts, oder? Das kommt erst, nee, erst wenn es fertig ist, kann es rein. Dann nehmt man die Okay. Loks aus. Ihr Der könnt ja schon Oberschläger ist gar mal nicht schlecht. spekulieren, was es sein könnte. Lava-Eruption. Ach Mann, ich will nicht so viele Dreier haben, aber die anderen sind kacke. Ach, noch mehr Dreier. Ja, ganz schön. Ich Nee, möchte nicht passiert so viel Dreier haben. Ihr Dreier. nehmen wir einen Blitzschlag mit. Berserker ist ganz gut. Da wir Pflanzen und Totem haben, ist der ganz gut. Bald kommt das nur Ehrenmaru. Ja, gab's ab in den Blackrock. Weiß ich schon? Auf dem Blackrock? Jo. Ja. Wird das Und wieder so, dass dann. ein Flügel nach dem anderen freigeschalten Ja, wird? genau so wird es. Die sind alle drei für den Arsch. Nehmen wir den mit. Feuer Wie Elemental lange hat das bei und. Nax gedauert? Jede Woche einen Flügel. Ah, jede Woche. Blitzschlag. Ebert auf jeden Fall. Noch ein Blitzschlag. Wir brauchen nicht lieber einen spektralen Ritter. Nehmen wir den Gnomen. Da wir keine Mechs haben, so wirklich. Lieber den Wildgeist. Und dann So. als allerletzte Karte, da wir keinen Schleim haben und die beiden eh für den Arsch sind, nehme ich den Kurzan. So, Leute, was glaubt der Deck? Schreibt es in die Kommentare, wie geht's aus? Gegen was verlieren wir? Wenn ihr gewinnt, könnt ihr bei einer Folge dabei sein. Wir hatten noch keinen einzigen bei einer Folge dabei, das kann doch nicht sein. Warum du führst eh die Liste, oder? Ja. Ich zurück. So, ich soll hier einfach nur importieren, Arena klicken. Okay. Sehe noch nicht. Ja, das hat er jetzt schon mal importiert, zumindest. Jetzt muss ich noch einstellen, was ich doppelt habe in der Arena. Warte. Ich habe. Oh, natürlich hat er es rausgepackt. Blitzschlag habe ich zwei. Und was habe ich noch doppelt? Ein Feuerelement hatte ich noch doppelt. Und ein Champion. Warte. Mana Champion und 6 Mana Feuerelementar. Okay. Da ist es. Was? Also, Das ah, jetzt Deck. ist es da. Ja, nice. Sieht cool aus. Kann man da noch ein bisschen rumziehen, dass es ein bisschen größer Ja, wird oder cool. Also, so. das ist doch eine geile Idee. Und wenn du jetzt eine Karte ausspielst, wird sie dann durchgestrichen, oder was? Sobald ich sie in die Hand habe, wird sie grau, ja. Geil. Das ist interessant, aber. Ihr seht schon. Damit macht man sich's wieder so einfach. Das ist so, es gibt ja diese Theorie, dass dieses Ganze, alle Dinge, die uns das Leben einfacher machen, sind nicht wirklich gut für uns. So. Weil du dein Hirn weniger anstrengst. Zum Beispiel, ich habe das mal gelesen, dass bei Google zum Beispiel, dieses, du gibst ein Wort ein und er gibt aber für dich das Wort ein, dass du damit das Rechtschreiben verlernst oder so. Also, Das sowieso. verlernst. Nein, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Das meine ich ja, das sowieso. Genau, Guck mal, jetzt zählt sogar das mit, wann er die Karte gezogen hat. erzählt es mit? Ja, die Karte hat er Runde 1 gezogen, die hat er auf der Kartenhand gehabt. Ah, Hat sogar lol. die Zeit, die ich habe, um einen Zug zu machen. Das ist ja crazy. Was ist Die denn Zeit, das die für er ein letztes Mal gebraucht Ding? hat. Wirst du das? Wo hast du das installiert? Das ist ein Programm, das im Hintergrund läuft, das einfach nur aus den Logfile von Harzen immer ausliest, was passiert. Geil. Schön, dass der nimmt sogar das Deck vom Gegner mit auf. Das heißt, du kannst dann sogar sehen, was es so ausgespielt hat. Aber warte mal, da, wie nimmst du die Oberfläche auf? Die Oberfläche ist eine Fensteraufnahme.
Also ich nehme einfach alles auf, was ich sehe. Ich Okay. lieg drüber, das ist ein extra Spiel. Aber. Ich hätte Interesse. Das ist aber extrem interessant, Ja, aber da so. muss ich dir ja so jetzt zuschauen immer. Wenn du das mitsehen möchtest, musst du das. Dann redest du ja an mir vorbei immer. Ja, da kann ich mir die Zuschauer mehr als du. Jo. Ja, sie humblöd. Das ist ja dein Problem. Du Danke, redest du übrigens ziemlich Arsch. schlecht. Ich kann nicht das machen. Du kannst es entweder so sehen oder über. Oder du kannst es Du dir willst halt einfach denken. Scheiße zu mir. Wieder mal. Wie Ja, immer. dann sag mir doch, was ich machen könnte, damit es nicht mehr scheiße für dich ist. Könntest du mal nett sein zu mir? Das wäre schon Anfang. Okay, Kapuze, du bist ein sehr netter Mensch. Ich mag dich. Okay. Sehr gut. Das finde ich auch nicht schlecht von dir, dass du das jetzt gesagt hast. Nee, ich habe da mal echt gehört, dass uns dieses alle Sachen, die uns das Leben vereinfachen sollen, uns eigentlich voll dumm machen werden. Also. Gut, ich konnte von vornherein mir nicht merken, welche Karten ich im Deck habe, daher macht mir das nicht schlauer oder dümmer. Nein, Das. aber es wird dir wieder was leichter gemacht. Du musst wieder deine Ja, grauen nee, Zellen weniger es wird anstrengen. mir nichts leichter gemacht, es wird mir Informationen geben, die ich vorher sowieso nicht hatte. Darum geht's. Ich habe die Informationen ja eh nicht gehabt, was für Karten ich im Deck habe. Genauso, wenn ich mir gemerkt, was er für Karten im Deck hatte. Ja, ich meine, es ist ganz cool, aber es ist ganz gut zu wissen, okay, ja, jetzt könnte das, er könnte jetzt das ziehen oder das auf der Hand, oder ich könnte jetzt, im nächsten könnte das, das ist ganz gut, aber. Ja, das ist, damit ich jetzt einfach nur weiß, habe ich überhaupt noch entdeckt, irgendwas, um das Spiel zu lösen, falls ich mir es nicht merken konnte oder Ja. sowas. Oh cool, er nimmt sogar mit, was das Bärpart ist. Das ist interessant. Ha? Was? Er nimmt sogar mit, was das hier das Bärpart ist. Mit mir. Was ist Spare Part? Ach so! Ah, Kriegt man die geil. gleichen? Kriegt man die gleichen in die Hand? Das wäre natürlich, das wusste ich gar nicht. Echt? Oh. Also wenn er. Oh, Ja, das jetzt war. hier steht dran, dass sie hier auch Rückspule hat. Ach so. Und wieder was gelernt. Hättest du dich vorher den Elementar spielen sollen? Oh, Wieso? nee, nee. Oh, hab ich geirrt. Ich hab den verwechselt mit der mit Mana-Würm. Ach so. So eins kriegt. Nee, der kriegt nur bei alles, was Überladung hat. Also Ja, der hat klar. Elementar bei den Buffen zum Beispiel. Ich meine, hier die beiden Karten sind interessant, ne? Die hat er von Anfang an. Wahrscheinlich eine sehr teure Karte. Aber jetzt hat er sie in der Hand. Jetzt hat er sie ausgespielt. Nee. Doch. Nein, die sind noch da. Hast du nicht gesagt zwei? Die 0 und die 1. Du siehst sie nicht. Die ersten beiden Karten in seiner Hand, die hat er noch nicht ausgespielt bisher. Ja, aber war nicht gerade der Feendrache eine davon? Nein. Okay. Will ich nochmal ausspielen. Warum, was sagst du zu dem Flugzeugabsturz? Ich sage, ich finde es schrecklich von den Medien, dass sie die arme Familie des Co-Piloten da jetzt so durch den Dreck ziehen. Die Familie macht, da machen sie gar nichts damit. Sie haben den kompletten Namen, das komplette Aussehen, sogar das Haus gezeigt, den Wohnort. Was denkst du, dass denn die Leute unbeeindruckt werden? Oh, guck mal, das ist die Familie von dem Co-Piloten. Hätten sie alles nicht zeigen dürfen. Gar nichts davon. Ja. Weil die Familie kann nichts Ja, dafür, aber klar. jetzt werden sie reingezogen. Nur weil sie sensationsgeil sind, wird es überall durch die Medien gezerrt. Ich finde sie eh schrecklich, weil alle so tun, als würden sie Beileid bekunden, obwohl es keiner ernst meint. Oh, ich finde das schon sehr schockierend, weil ich mir halt vorgestellt habe, mit diesem Flugzeugabsturz, du musst dir halt vorstellen, dass, also angeblich haben die Leute ja nichts mitbekommen. Ne? Das ist halt erst am Ende, kurz vorm Einschlag, haben die mitbekommen, dass der Berg näher ist als sonst. Erst am Das stimmt, Ende. die haben es erst mitbekommen, als der Fluss einmal aufgetitscht ist. Als was? Die sind anscheinend einmal kurz aufgetitscht mit dem Flugzeug schon auf dem Boden, Ach bevor sie vom so. Berg zerschellt Na, sind. also ich hab gelesen, dass sie erst am Ende vorm Aufprall haben sie zum Schreien begonnen, ein paar. Und weil die wahrscheinlich dann gesehen haben, oh shit, da ist aber, ne? Ja, Also. das glaubt, als sie dann aufgetitscht sind, als es einmal nur durchgerüttelt wurde, richtig.
Genau, und das ist aber dann wirklich schon unmittelbar vom Aufprall. Also wenn du schon einmal ankommst, dann dauert es vielleicht eine Sekunde später, bist du dann schon unten oder so, weil das Ja, Flugzeug ist ja auch irrsinnig schnell. die Passagiere hatten auf jeden Fall nicht lange der Panik, aber der Genau, Pilot hatte das 13 meine Minuten. ich, das meine ich. Stell dir mal den Piloten vor, was der, für den Piloten muss es echt das Schlimmste gewesen sein. Weil der wusste jetzt, dass auf seine Haube, also auf seine Haube, er konnte auch nichts dafür, aber der wusste jetzt, dass jetzt gleich vorbei ist. Der wusste das. Scheiße, wenn ich da nicht reinkomme, ist es vorbei. Der wusste das. Wie es dem Piloten geht, das muss das Krasse sein. Weißt du, wenn du, ein paar haben sicher gepennt, haben Musik gehört, ein paar haben mit dem Laptop gespielt, mit dem Gameboy oder irgendwas. Weißt du, ein paar waren einfach beschäftigt. Aber der Pilot weiß, holy shit, was passiert jetzt? Das muss das Schlimmste gewesen sein. Also, Natürlich. diese Panik. Also angeblich hat er auch versucht, mit einer Axt die Tür einzuschlagen. Ja, natürlich. Ja, aber das muss ja aufgefallen sein. Das merkst du nicht, das Cockpit ist ja weit weg vom Rest. Naja, Ja. aber das hörst du doch. Jetzt, ich weiß, du weißt nicht, wie weit das weg ist und alles. Auf jeden Fall, ich glaube, 13 Minuten hatte der Pilot Zeit, da reinzukommen wieder. Und das muss, glaube ich, für ihn dann im Moment am schlimmsten sein, weil du weißt nicht, warum er das macht. Ob jetzt einfach nur da, ob das irgendwo ein ganz, ganz dummer Streich ist. Oder halt was anderes. Das weißt du halt nicht. Ich habe gerade gelesen, angeblich war der Co-Pilot krankgeschrieben an den Tag. Okay. Also, haben sie jetzt gefunden, einen Krankenzettel bei ihm im Haus? Ja. Er soll Okay. zwei Krankenschreibungen gehabt haben. Ob er dann vielleicht. Gut. Ich meine, so gesehen, wir werden es niemals erfahren, was es wirklich war. Ja. Aber es ist auch die Möglichkeit, auch wenn wahrscheinlich das absolut unsinnig ist, dass er sozusagen vorher hypnotisiert wurde und dann auf irgendeine zum Beispiel darauf trainiert, wenn der Pilot rausgeht, dann macht das. Dass er einfach darauf konditioniert wurde und Dass das dann er ausgeführt wurde. hypnotisiert wurde? Durch eine Gehirnwäsche, ja. Warum sollte der. Was ist das für eine Verschwörungstheorie schon wieder? Das weiß man nicht, das kann alles sein. Ist, natürlich, irgendwie ist er einfach nur durchgedreht und wollte nicht alleine sterben oder was weiß ich. Aber es muss nicht so sein. Das Problem ist, wir werden es nie erfahren. Weil wenn, dann wäre es das perfekte Verbrechen gewesen. Also ich glaube, hypnotisiert, das ist halt schon sehr weit hergeholt, aber Ja, richtig, aber es kein. gab, es Du gibt schon, kannst. es gibt schon wieder so viele Verschwörungstheorien darüber. Ja, richtig, aber ja, du kannst dir halt so gesehen halt niemals vorstellen, wie ein Mensch sich so entscheiden kann. Gut, es gibt ja natürlich die Entscheidung, ich möchte nicht mehr leben. Klar. Aber wie kannst du dich entscheiden, ich möchte nicht mehr leben? Aber ich nehme unbedingt die 150 Menschen noch mit. Das kannst du nicht nachvollziehen als normaler Mensch. Gekriegt. Coolheit. Deswegen, das meine ich. Deswegen sind die Verschwörungstheorien ja auch so groß, weil wie kann ein normaler Mensch auf die Idee kommen, sowas anderen Menschen anzutun? Ja, wie gesagt, er war im Krankenstand, also anscheinend. Und vielleicht war er, na wohl, nee, er muss ja das versperrt haben. Also er hat es ja versperrt, sonst wäre er gar nicht reingekommen. Er hat mit vollem Bewusstsein das getan. Er hat ja sogar wie hieß das, die Notabredung ausgeschalten. Er hat sogar den Warnton ausgeschalten von Achtung, du kommst immer näher dem Boden. Hat er alles ausgeschalten. Deswegen verdächtigen sie ihn ja so sehr, dass er das mit vollem Bewusstsein getan hat. Also, weil er war krank. Ja gut, aber dann, wenn du krank bist, dann verriegelst du ja nicht alles und machst alle Alarme aus und was weiß ich. Ja, richtig. Er hat das im vollen Bewusstsein getan. Und das ist die Frage, warum? Deswegen, das kannst du eigentlich. Ja, gut, man kann sich auch fragen, warum hat dieser Typ in war Schweden damals die ganzen Kinder ge getötet? Da kannst du auch keinen logischen Ko Grund im Kopf dafür finden. Gibt einfach Menschen, die machen sowas. Dann kann man das nutzen. Ja, den war langweilig. Ja, nee, der war irre. Den Breivik. Der war schlichtweg
als ich den doch hätte vorher ausspielen sollen. Weil ich hatte geredet, wie mache ich das denn jetzt, egal. Das ist eine Verschwendung, aber. Also ich hätte ihn eine Runde früher ausspielen müssen, wäre schon 4-4. Merken wir uns, falls das einen Unterschied macht. Jetzt wahrscheinlich Flammstoß macht, macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Er wird. Manche Menschen sind halt. Irgendwo ist da was schiefgelaufen und haben ihre Menschlichkeit verloren. Also mich hat das, weißt du, das ist immer so, da haben wir eh schon mal drüber geredet. Da kommen halt die ganzen, ich weiß nicht, so Nationalspieler haben sogar ein Trauergewand oder so getragen, weißt du, so. Also es ist, also, irgendein Fußballspiel war an den Tag von Deutschen und die haben so ein Trauergewand getragen, habe ich gelesen. Hast du das gehört? Ja, habe ich gesehen, ja. Genau, war Bei es einer der gesungen? Mitspieler, ich glaube, aus dem Dorf oder Stadt kam, wo die 16 Schüler herkamen, die gestorben sind. Ja, auf jeden Also war Fall die Regelung. hatten die Solidarität gezeigt, indem die einfach auch die Kleidung so getragen haben. Das finde ich gut irgendwo, weil ich meine, okay. Auf der anderen Seite gibt es aber dann die Leute wieder, und das sind die größten Arschkinder, die was es gibt. Denn was machen diese Leute? Es gibt dann wieder so kluge Leute, die dann sagen, ne? Die dann sagen, ja, und in Afrika sterben jeden Tag so viele Kinder und es ist jedem egal. Das sind die nervigsten Leute überhaupt. Weil das ist so, das war immer schon so. Und die Leute, die sich so aufregen, die machen dann selber nichts dagegen. Also das sind die größten Heuchler im Internet. Die müssen sagen, in Afrika sterben die Kinder, aber auch die deutschen Fußballer tragen Trauerkleidung. Um die Kinder in Afrika kümmert sich ja auch keiner. Das sind die größten Penner, die was mir da am Nerv gehen. Weil die machen wahrscheinlich selber nichts dagegen. Und wenn er was dagegen macht, ja, dann soll ich die ganze Zeit grau tragen? Weil das ist ja, klar ist es irgendwo in den Medien gewesen und klar ist es irgendwo für Trotzdem. Zeitung und Schlagzeilen, wenn du die Bild-Zeitung siehst, boah, da habe ich die Schlagzeile gesehen, da muss ich schon fast wieder kotzen, ne? Die Bild-Zeitung, also das ist ja wirklich die geschissenste Zeitung auf der Welt, die es gibt. Also dieses, er zerriss seinen Krankenschein und flog. Wenn ich jetzt gerade auf Bild.de gehe, so Tu es fett. nicht. Tu es nicht. Er zerriss seinen Ja. Krankenschein und flog. In roter Schrift, der Typ daneben. Also skandalöser geht's ja fast gar nicht mehr. So wie, holy shit, der traut sich was. Wie ein Germanwings-Pilot-Passagier, die Angst nahm. Rührender Facebook-Post. Das geheime Katastrophenhandbuch der Lufthansa. Also das ist ja quasi schon Galileo Mystery in Zeitungsformat. Also Ja. so und das Schlimmste, auch die Leute, die drauf reinfallen, Leute. Wenn ihr das so liest, Leute, dann liest es nicht so. Wenn jetzt irgendeiner zuschaut und sich da, und das durchgelesen hat und einen Gedanken verschwendet hat, wie, oh, das ist aber interessant. Nein, Leute, das ist nicht interessant. Das ist nur Schlagzeile. Das ist nur Geld. Ihr solltet eher dann sauer sein auf irgendwelche Zeitungen, die das so propagieren. Klar wurde das irgendwie in die Höhe getrieben und in den Medien ist sowas natürlich auch immer irgendwo willkommen. Da muss man, so ehrlich muss man sein. Weil denen hilft es natürlich am meisten, weil die haben dann wieder was zu schreiben und dann kann man fette Schlagzeile. Aber man kann das auch ekelhaft verkaufen und die Bild-Zeitung verkauft solche Sachen einfach ekelhaft. Indem sie mit der Schlagzeile, er zerriss seinen Krankenschein und flog, in diesem Text steht, dass er unverantwortungsvoll war, dass er ein Mörder ist, vor allem auch rot. Also das ist, in diesem Satz stehen nur negative Sachen. Das macht die Bild halt gerne. Und deswegen hasse ich diese Zeitung. Es Ja, gibt. die sind halt die populistischste Magazin, was es halt gibt. Ja, schrecklich. Auch wie man das schon schreiben kann. Das ist einfach. Amokpilot. Amokpilot. Er zerriss seine Krankheit und flog. Kein Schwein kann beweisen, dass. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was passiert sein könnte. Ich glaube aber auch nicht, dass er ein Mörder ist. Wow, es ist Ja, schon. es ist für uns ist das absolut unmöglich, sich vorzustellen, okay. Es gibt die Möglichkeit, dass ich umbringen wollte, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, egal wie krank man im Kopf sein könnte oder fast was man denken könnte, dass man denkt sich, ah, ich möchte mich umbringen, aber ich nehme die 150 Menschen Das und macht ja bringe auch ihre ganze keinen Familie Sinn. mit. Das macht ja keinen Sinn. Jeder Mensch hat ja so viel Empathie, dass er weiß, okay,
Ich will mir mein Leben nehmen, aber ich lasse nicht 150 Menschen dafür zahlen. Noch mehr mit Weißt den du? Angehörigen allen dazu, ja. Also das glaube ich nicht. Aber auf der anderen Seite wieder, was könnte sonst sein? So, weil er muss sie zugesperrt haben. Wenn er ohnmächtig geworden ist oder so, ja, dann nickst du ein, aber du sperrst dich dann alles zu. Genau. Du, vor allem, du kannst ja nur 5 Minuten zuspielen, das heißt, sie haben es zweimal versucht. Das heißt, er muss es zweimal ausgeschalten haben. Ja, aber also irgendwas muss da ja passiert sein. Ja, das ist ja, die Annahme möchte sie, wollte sich halt da bei dem, was er am liebsten macht, irgendwo umbringen. Er hätte auch genauso gut eine Einsitzermaschine nehmen können und vor den Berg fliegen können. Ja, Jetzt also ganz krass so ein Pilot ausgesprochen. ist es doch, also für den Pilot verdient ja auch ganz gut Kohle, ist es doch kein Problem, Geld, sich, weiß ich nicht, so ein Flugzeug zu mieten, so ein kleines, und eben da dann irgendwo abzustürzen. Wenn er wirklich da, weißt du? Aber, also ich glaub's nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Deswegen meine ich ja auch, es ist so schrecklich, wie sie die Familie und den Piloten jetzt durch die Medien ziehen, obwohl sie nur diese Annahmen von der von diesem Pilotenschreiber damit haben. Wo sie halt davon ausgegangen sind, okay, man hört da Schreie und Klopfen und alles und er hat es halt abgeschalten. Dann wird es wohl so gewesen sein. Ja, aber ich weiß es nicht. Ja, wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Deswegen ist es genauso wahrscheinlich, wie was ich gesagt habe. Dass er da irgendwo Gedanken, also Gehirnwäsche bekommen hat und dann ein Schläfer war, ein Hypnotisierter. Das klingt Was? schon wieder zu Ja, krass. richtig, aber Das glaube ich nicht. Weißt du, das gibt's es im ist. Film, aber. Es geht so wirklich. Ja, aber komm, wer kommt Nein! denn darauf? Die Technik haben sie letztens mal vorgestellt. Die können deine Gedanken manipulieren und Erinnerungen Ja, auslöschen. aber Oder also wieder hochholen. das ist mir schon zu Science Fiction. Also ich glaube nicht, dass das so Ist möglich. war. Natürlich. Aber jetzt ist es so gesehen auch eine Möglichkeit. Das ist halt anders. Genauso das Problem ist, es gibt niemals eine hundertprozentige Sicherheit, die sie da im Cockpit erreichen können. Sie können jetzt nicht sagen, okay, wir lassen dann immer einen Flugbegleiter rein, weil einen Flugbegleiter kann man viel einfacher irgendwo mal austauschen gegen einen Terroristen, in Anführungszeichen Terroristen, als einen Piloten. Weil ein Pilot muss ja nachgewiesen haben, das, aber kann sagen, ja, das ist die Aushilfe Janice für die andere Dings da und alle sind gerade beschäftigt, dann geh du mal da rein. Und oh, ja, tschüss, Co-Pilot. Und dann haben die das Flugzeug unter Kontrolle. Also unser Co. zieht gern alles in die Länge. Wir ziehen das Elementar. Um uns gegen AOE zu schützen. Ich wähle jetzt hier den Gurubashi aus. Weil das kann er gerne AOE machen, dann ist man Gurubashi ganz stark. Wenn ihr einen Hex habt, würde ich das sehr wahrscheinlich auf den hier anwenden, damit ist mein Erdelementar sicher. Oder hat nichts. Aber weil auch was ich meine, das ist zwar ein cooler Effekt, dass der krank war an diesem Tag, aber was soll das bedeuten? Wenn er jetzt. Was für eine Wenn das. Krankheit? Ja, wenn das jetzt Was irgendeine hat das damit Krankheit zu tun war so? vom Psychologen, dass der Psychologe gesagt hat, er ist nicht mehr flugfähig, das hat er zerrissen, weil er irre ist. Ja, gut, Okay. okay, das würde Sinn machen. Dann würde ich sagen, okay. Ich finde, das ist einer der stärksten Karten in Hearthstone. 5 Mana, 7, 8er Sportüberladung, das ist so eine krasse Karte. Also, wenn du kein Sheep oder Black Knight hast, ist so eine krasse Karte, finde ich. Ich bin davon ausgegangen, dass er den Hex schon benutzt hätte. Oder Hexe. Nein, also wirklich, wenn das wirklich so eine psychische Störung war oder so und der Psychologe sagte wirklich, ja, der Typ war nicht unzurechnungsfähig, der war einfach krass drauf, dann okay, das versteht, also dann ist es klar nicht entschuldigt, aber. Dann versteht man es vielleicht irgendwo. Weißt du, dann könnte man sagen, okay, gut, es könnte so gewesen sein. Dann entschuldigt er sicher nicht seine Tat, aber man kann es dann ver Es macht sie verstehen. verständlich. Ja, Ja, genau, darum geht's genau. ja. Darum geht's ja, dass man versteht, warum er es getan hat. Das ist ja das auch, was die Angehörigen, glaube ich, brauchen. Dass sie einfach nur ums Realisieren wissen müssen, warum. Und das ist halt ihr Problem, die Antwort kriegen sie sehr wahrscheinlich niemals. Boah, da krieg ich so einen Hass auf diese blöde Zeitung. Er zerriss seine Krankheit und flog.
Ja gut, viel Spaß damit. Wir machen das so. Haben jetzt hier 8 Schaden und 10, 20, 26. Einer. Machen das noch so, damit es richtig wehtut. Ah, gut. Also ich hatte das verschoben, ich wollte ihn hier packen. Gut. Jetzt wird ihr eh überall ausgetreten wegen Zensurschluss. Ihr könnt natürlich gerne trotzdem eure Meinung kundtun, ob ihr vielleicht denkt, dass mein Vorschlag doch irgendwo möglich ist. Mit der Nee, ich sehe Hypnose. Maru, wenn du das noch einmal sagst, dann blöd. Aber ich würde mich gerne mal hypnotisieren, wenn wir von euch hypnotisieren kann. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich würde das gerne mal machen. Aber mach keinen ja. Scheiß mit mir. Mach nur so, weiß ich, für den einen Tag. Keine Ahnung. Ich Du bist sah, jetzt ein räumt dieses Zimmer Franzose. zusammen. Das wäre geil. Ja, oder ein Franzose. Ich kann perfekt Französisch. Aber es geht ja nicht. Nein, aber für den einen Tag. Villa räumt das sein Zimmer zusammen und hat voll Bock drauf. Sowas wäre geil. Wenn ihr das könnt, wenn irgendeiner von euch Hypnotiseur ist oder eure Fahrt oder sowas. Oh Mann, das wäre das Geilste, wenn ich so eine Hypnose. Und mich aber nur für einen Tag. Sagt jetzt nicht, dass er kein Deutsch mehr kann, weil das ist scheiße. Aber so, das wäre richtig geil. Ich glaube, man muss auch dran glauben, Maru, an Hypnose. Ja, Sonst du musst funktioniert's dran nicht. glauben, genau. Genau. Und ich bin überzeugt, dass es geht. Also ich wäre voll motiviert. Und das wäre das Geilste überhaupt. Aber mach keinen Scheiß mit mir. Aber das Ja, gut. weißt du halt nur, die Session. Na gut, Ja, war dann geil. danke euch fürs Zusehen, dir fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!